heute eine Botschaft, dass es bis zum zweiten Kommen Christus gelten wird. Die Zeiten, die Christus hier auf diesem Erde weilte und überall herumging, lehrte und die Bedürftigen hilfte und die Kranken heilte, die Dämonen austrieb. Die Zeiten dürften die Menschen Christus mit bloßen Augen sehen und ihn berühren, so wie eine kranke Frau ihn berührt hat und ihre ganze Krankheit war verschwunden oder war sie geheilt. Sie dürften ihn sehen, sie dürften mit ihm sprechen. Kinder dürften ihn in seine Schoße aufgenommen werden. Und Kranke dürften von ihm berührt werden. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, alle, die Zweifel hatten an ihm zu glauben, dürften von Angesicht zu Angesicht mit ihm diskutieren und gelehrt werden. Das alles war es möglich bis zum Hin seiner Kreuzigung. Aber ab seiner Kreuzigung hat sich dann eine neue Wende gegeben, nämlich Christus erschien oder hat angefangen von der Zeit an mit seiner göttlichen Gegenwart unter uns zu sein. Ab da hat es seine Kraft, seine göttliche Kraft in der Tat versucht, uns zu unterstützen, zu belehren, im Glauben stark zu machen und auch das Weg, das uns zum ewigen Leben führt, herzustellen. Aus diesem Grund hat Christus als erst er zu seinen Aposteln gesagt hat, Frieden sei mit euch. Die Aposteln waren voller Angst und Sorgen und sie waren verschlossen in einem Haus, wo sie sich erfüllen. Nur ein Toter kann es immer in einer verschlossenen Tür leben. Aber ein lebendiger Mensch, der muss irgendwann rausgehen. Er muss zum Leben. Und wenn jemand zum Leben will, er benötigt einfach das Leben. Für die Aposteln, sie benötigen das Glauben an Christus. Es ist erstaunlich, es sieht so aus, als ob sie nicht an ihn geglaubt hätten. Ja, es ist so. Hier beginnt ein neues Glauben, nämlich an Christus, der als Sieger von dem Tod auferstanden ist und der in einem neuen Körper lebt, der überall und immer während ist. Und deshalb, dieser Glauben können sie es bekommen, indem sie ihre Augen öffnen. Und deshalb Christus, als er in ihnen erschien, er sagte, Frieden sei mit euch und seht meine Wunderwahl, seht, ich bin es. Als sie ihn gesehen haben, waren sie zufrieden, waren sie froh. Und das ist der innere Freude, der innere Sicherheit, was der Mensch an Glauben zu Christus gewinnt. Und deshalb hat es Thomas gesagt, also ich werde es nicht glauben, ehe ich ihn nicht nur mit bloßen Augen sehe, sondern ihn mit meinen Händen berühre. Er versuchte, an Christus so zu glauben, wie das erste Mal. Wie die ersten 3 Jahre und 4 Monate, die er unter ihnen lebte, in denen ihn gesehen und berührt haben. Thomas wusste es nicht, dass jetzt ein neuer Ära von Christus angefangen ist. Ab heute, der Christus sehen will, muss er erstens an ihn glauben. Erst wenn er an ihn glaubt, kann er ihn sehen
Augen, aber trotzdem die nicht sehen, aber an mich glauben. Und das ist, was wir tun an Christus. Wir glauben an Christus, damit wir sehen, damit wir ihn geistlich sehen. Ab dieser Zeit müssen wir nicht an Christus glauben, indem wir sehen, beweisen, feststellen, sondern indem wir unsere Herzen ihm geben und ihn und unsere Herzen unsere Herzen erfüllt mit seiner Gegenwart. Und so können